Meine Oma hat immer Kastenpicker gebacken und ich liebe diesen Picker und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, wie es geht. Kommt mit. Das brauchen wir für unseren Pickert. Die Kartoffeln habe ich schon geschält. Jetzt müssen sie einmal gerieben werden. Und los geht's. Und fertig. Jetzt die Eier rein. Jetzt das Mehl. Die warme Milch. Die Hefe. Und das Salz. Und alles verkneten. So, jetzt kommen noch die Rosinen dazu. Einmal durchmischen. Und dann muss das Ganze auf die Heizung und es muss doppelt so groß werden wie jetzt. So sieht es jetzt aus. Jetzt kommt es auf die Heizung. Zugedeckt natürlich. So, wie ihr seht, ist er sehr gut aufgegangen. Jetzt kommt er in die eingeölte Form. Und dann kommt er jetzt in den Ofen. Jetzt ist er fertig. Wenn man dran klopft, dann klingt es hohl. Und abkühlen lassen. Der Pickert ist abgekühlt und dann schneiden wir ihn mal an. Und so sieht er aus. Man kann ihn gut einfrieren. Jetzt schneide ich die in Scheiben. Da es noch sehr frisch ist, lässt es sich ein bisschen schlecht schneiden, aber es geht. So. Und diese beiden Scheiben brate ich jetzt an in der Bratpfanne. Und von beiden Seiten ist es braun. Und wir können unseren Kastenpicker jetzt essen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Das Rezept steht wie immer unten im Text. Bis bald. Ciao.